Hallo! Nach diesem Video haben sehr viele Leute gefragt, und zwar ein Rezeptevideo. Und zwar nicht irgendeins, sondern ein Rezeptevideo mit Dingen, die ich tatsächlich essen kann. Die Leute, die mir schon länger folgen, wissen um das Video, was ich mal gemacht habe zu meinen ganzen Unverträglichkeiten. Ich packe euch das mal in das i, wo ihr seht, ja, wie ich dazu gekommen bin, rauszukriegen, was ich alles nicht vertrage. Das ist tatsächlich nicht so wenig, und das habe ich gerade neulich wieder auf Instagram thematisiert. Und da gab es ein paar Leute, die gesagt haben, Ella, wenn ich mir das so angucke, frage ich mich ernsthaft, was du dann den ganzen Tag so isst. Und es ist super viel. Es gibt super viele Möglichkeiten. Und ich dachte, ich zeige euch heute mal drei Dinge, die ich sehr, sehr gerne esse. Eine Frühstücksidee, eine Mittagsidee, eine Abendidee. Ihr könnt alles auch zu anderen Uhrzeiten essen. Ich bin ja auch Team intuitiv essen. Das heißt, ich esse dann, wenn ich Hunger habe und das, worauf ich Lust habe, egal welche Tages- und Nachtzeit. Und ich dachte, vielleicht gibt es dem einen oder anderen da draußen Inspiration, der vielleicht auch Unverträglichkeiten hat und so weiter. Ganz kurzer Disclaimer, ich esse nicht vegan. Dadurch, dass ich so viele Dinge nicht vertrage, kann ich das nicht ausschließlich vegan machen. Aber vieles, was ihr seht, könnt ihr vielleicht auch veganisieren mit Dingen, die ihr besser vertragt als ich. Genau, lange Rede, kurzer. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, was ich so esse. Und am Ende des Videos habe ich noch einen kleinen Link für euch, wo ihr zu drei anderen Rezepten kommt, die mindestens genauso geil sind. Wir starten mit einem Klassiker, der so viel unkomplizierter ist, als ganz viele denken, und zwar Chia-Pudding. Dafür bewahre ich persönlich gerne solche Gläser von Apfelmus und Co. auf, und da gebe ich einfach dann abends, bevor ich schlafen gehe, 3 Esslöffel Chiasamen und 1 Cup Pflanzenmilch rein. Wenn ihr jetzt keine Cups habt, nehmt ihr einfach 240 Milliliter. Dann habt ihr eine richtig, richtig schöne Konsistenz am nächsten Morgen. Ich schüttel das Ganze ordentlich durch und dann ab in den Kühlschrank damit. Ich habe da mal was vorbereitet. Morgens hole ich das Ganze dann wirklich einfach nur noch raus, schmeiße es in den Topf, denn ich persönlich mag Chia-Pudding wahnsinnig gerne, wenn er ein bisschen warm gemacht ist. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt ihn auch kalt essen, aber warmer Chia-Pudding macht mich irgendwie sehr, sehr glücklich. Und dann kommt das Ganze in eine Schüssel und ihr könnt oben raufballern, worauf ihr Lust habt und was ihr lecker findet. Ich persönlich liebe selbstgemachtes Granola, einfach so ein bisschen, um so einen Crunch zu haben, was Nussiges. Dann ist Kokosjoghurt total lecker dazu und auch Fruchtpüree. Übrigens Tipp an der Stelle, gerade im Sommer ist es extrem lecker, wenn man so gefrorene Früchte püriert. Es ist so ein bisschen wie Eis, und das in Kombination mit diesem warmen Chia-Pudding ist einfach der Knaller. Frische Früchte sind natürlich auch immer gut. Eigentlich könnt ihr raufwerfen, worauf ihr Lust habt und was euch schmeckt. Okay, weiter geht's mit einer Bowl. Wir machen eine Gemüsebowl. Das liebe ich sehr, weil es einfach super einfach ist und man so kurz zusammenschmeißt und dann ist es lecker. Ihr könnt das Ganze vegan machen, ihr könnt es vegetarisch machen, ihr könnt es auch mit Lachs machen, was auch super lecker ist. Und ihr könnt Gemüse nehmen, auf das ihr Bock habt. Ich habe immer irgendwie so eine Art Salatgrundlage. Ich nehme da am liebsten Spinat, weil ich das am leckersten finde. Ihr könnt aber nehmen, was ihr wollt. Und dann macht man in so eine Bowl oft einfach Reis. Dadurch, dass ich keinen Reisvertrag nehme, ich gerne Brokkoli sozusagen als Reisersatz. Die Katze hat auch viel zu sagen. Den koche ich mir tot, also richtig, richtig platt kochen, dass der, ich weiß nicht, was soll ich gerade sagen, keine Nährstoffe mehr hat, aber er hat bestimmt noch irgendwie Nährstoffe. Aber so, dass er tot ist, weil ich den dann auch am besten vertrage, und dann kann man den schön klein matschen wie so eine Art, keine Ahnung, Kartoffelbrei oder Reisersatz oder sowas. Und dann brauche ich immer irgendwas, was ein bisschen crunch. Was ich super lecker finde, ist grünen Spargel. Einfach klein schneiden und braten, das machen wir gleich. Und ich stehe total auf Gemüsenudeln. Ihr könnt das machen aus Karotten, ihr könnt das machen aus Zucchini. Da gibt es so einen Spiralschäler, den benutze ich auch gleich, damit man so ein bisschen Farbe in dem Ganzen noch hat. Ihr könnt auch noch Tomaten raufhauen oder so. Ich habe mich heute entschieden, 2 Eier oben drauf zu packen, ein bisschen Avocado. Und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Und ich zeige euch heute auf jeden Fall auch die Erdnusssoße, die ich so geil finde. Los geht's. Übrigens mache ich das bewusst so, dass ich die Karotten nicht schäle, weil ich natürlich weiß, dass unter der Schale die meisten Nährstoffe sind. Ich sorge einfach nur dafür, dass ich das alles ordentlich abwasche, und dann passt das schon.
ihr grünen Spargel zubereitet habt. Ich schneide den meistens einfach nur so in 2-3 Teile und brate den an. Das finde ich am leckersten. Ihr könnt ihr natürlich auch kochen, je nachdem, was ihr mögt. Aber ich finde das so einfach lecker, dass man so ein bisschen auch was zum Kauen dabei hat, nachdem ich den Brokkoli ja nun wirklich tot koche. So, weiter geht's mit Anbraten. Dafür nehme ich gerne Kokosöl, das finde ich einfach sehr, sehr lecker und ist ja auch gesund. Und ich brate damit erstmal meinen Spargel an, weil der ein bisschen länger braucht. Und am Ende, wenn ich merke, oh, jetzt kriegt er langsam das, was ich will, so ein kleines bisschen bräuner, aber nicht zu durch, kommen die Gemüsespaghetti oben drauf. Und dann haben wir es auch schon fast. Das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass gesunde Ernährung nicht unbedingt aufwendig und wahnsinnig lange dauern muss und so weiter. Es geht teilweise auch echt super schnell, wenn man die richtigen Zutaten hat und sich einfach nicht so viel eine Platte macht. So, ich lüfte jetzt das Geheimnis meiner weltberühmten Erdnusssoße. Ihr braucht natürlich in irgendeiner Form Erdnussmus, da könnt ihr nehmen, was ihr mögt. Ich persönlich liebe das von der Koro, das habe ich relativ neu, aber eventuell habe ich schon, das ist sehr lecker, sehr lecker. Davon nehme ich 1 bis 2 Esslöffel, je nachdem, ob ich 1 oder 2 Bowls mache. Ich habe jetzt heute 2 gemacht, deswegen 2 Esslöffel. Und dann so ein bisschen nach Gefühl Sojasauce, da achte ich persönlich drauf, dass es glutenfreie Sojasauce ist, weil ich die besser vertrage. Und dann Sesamöl, ganz, ganz wichtig, dass das Sesamöl mit geröstetem Sesam gemacht ist. Das macht einfach geschmacklich den absoluten Unterschied. Und dann ein bisschen gucken, dass die Konsistenz dabei rauskommt, die ihr wollt. Einige Leute mögen lieber ein bisschen flüssigere Erdnusssoße. Ich mag es gerne so ein bisschen fester, weil ich es dann einfach eher wie so ein Erdnussmus noch dazu packen kann. Würzen tue ich hier tatsächlich dann nur noch mit Knoblauch am liebsten und ein bisschen Ingwer. Und dann ist es auch schon fertig. Dann haben wir es schon. Brokkoli ist tot gekocht, Gemüse ist durch und jetzt können wir anrichten. Kommen wir zum Anrichten. Dann nehme ich zuallererst die sozusagen Salatalternative. Ich weiß nicht, was ihr nehmen wollt. Ich nehme, wie gesagt, immer Spinat unten rein, darüber den Brokkoli-Reis oder wie man es nennen will und die Zucchini-Nudeln und einfach so, dass alles ein bisschen schön aussieht. Am liebsten habe ich dann gerne noch irgendeine Form von Proteinquelle, also Lachs ist total geil bei sowas. Oder auch einfach Eier kochen und da oben drüber. Und dann finde ich es sehr, sehr lecker, gerade in Kombination mit einer Erdnusssoße, wenn man so ein bisschen was Fruchtiges dabei hat. Ich persönlich liebe Mango, das heißt, ich habe gerne dann auch so gefrorene Mango zu Hause, die ich dann einfach ein bisschen auftauen und irgendwo rübergebe. Und dann ist es auch schon fertig. Dann könnt ihr das Erdnussmus, Erdnusssoße, je nachdem, was ihr gemacht habt, oben drauf geben und dann kann man essen. Yeah.
wenn ich Lust auf so richtig Wohlfühlessen habe, dann mache ich mir gern Zucchini-Ravioli. Dafür brauchen wir natürlich Zucchini, logisch. Und für die Füllung eben, was ihr mögt, ich benutze hier Frischkäse, Champignons, frische Kräuter, in meinem Fall jetzt Oregano, Salbei, Basilikum, Frühlingszwiebeln, eine Dose Tomaten und Reibekäse. Wir starten mit der Füllung. Dafür schneide ich mir erstmal Frühlingszwiebeln und Champignons klein. Und dann gebe ich ein bisschen Kokosöl in die Pfanne, ich liebe Kokosöl, und brate beides an. Würzen könnt ihr, wie ihr wollt, ich liebe persönlich bei allem Salz und Knoblauch. Während das köchelt, schneide ich meine Zucchinis dann mit so einem Sparschäler in solche langen Scheiben. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Messer schneiden, wenn ihr jetzt keinen Sparschäler habt. Aber wenn die Scheiben dünner sind, ist es noch leckerer. Dann lege ich mir die Zucchinischeiben so zurecht, wie ihr es hier seht. Und kümmere mich danach mal wieder um meine Füllung. Denn wenn meine Champignons soweit durch sind, gebe ich einfach meinen Frischkäse oben drauf. Ich habe hier so einen Gartenkräuter-Frischkäse und vermenge das alles zu einer Masse. Diese Masse packe ich dann auf meine Zucchini-Streifen. Ich habe jetzt hier in meinem Fall dann irgendwie einen Esslöffel benutzt. Ihr könnt auch mehr oder weniger machen, je nachdem natürlich auch, wie groß eure Zucchini sind. Und dann klappe ich die Zucchinischeiben einfach an den Rändern um, damit ich am Ende solche Päckchen bekomme. Jetzt braucht ihr eine feuerfeste Form und da lege ich meine Zucchini-Päckchen rein und kümmere mich dann um meine Soße. Die könnte tatsächlich nicht unkomplizierter sein. Ich nehme einfach eine Dose Tomaten, packe ein paar frische Kräuter dazu. Salz und Knoblauch. Bisschen umrühren. Keine Wissenschaft, geht super schnell und ist extrem lecker. Das Ganze kommt dann einfach auf unsere Zucchini-Ravioli, Zucchini-Päckchen, wie auch immer ihr es nennen wollt, in die Form. Und dann kann das eigentlich auch schon in den Ofen. Ich persönlich brauche aber immer Käse. Deswegen gebe ich davon auch noch was dazu. Ich habe jetzt hier Simply V-Käse genommen. Da mache ich mir auch ordentlich was von drauf. Und dann kommt das alles in den Ofen bei ungefähr 180 Grad. Ich vermute ungefähr 20 Minuten. Ich kann immer keine Zeitangaben sagen, weil ich einfach das Ganze raushole, wenn es gut duftet. So ihr Lieben, das waren meine Rezeptideen. Es gibt aber noch drei weitere und zwar auf dem Kanal von Niki. Wer mir auf Instagram folgt, hat mich auch schon 100-mal von Nicole Millig erzählen hören. Eine meiner liebsten Sängerinnen, die hat so eine wunderschöne Stimme. Und die hat jetzt einen Zweitkanal, auf dem sie unter anderem auch kocht. Und die hat, als sie gehört hat, was ich alles nicht vertrage, gesagt, boah, das ist ja richtig eine Challenge. Ich probiere jetzt Sachen aus. Und hat die letzten Wochen sich durchprobiert und ausgetestet und wirklich auch drei ziemlich geile Sachen entwickelt, selbst entwickelt. Ich bin völlig geflasht. Das Video könnt ihr euch jetzt angucken. Ich packe es euch in die Infobox und in das i. Ich hoffe, das ist da, wo ich zeige. Man weiß es nicht. Lasst ihr auf jeden Fall ein bisschen Liebe da. Sie ist ein riesengroßer Schatz und ich habe so Bock, dieses Brot auszuprobieren. Oh mein Gott. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben. Passt auf euch auf und bis dann. Tschüss.